Hi, if you are English, German or Spanish, this is your channel. I do German videos with English and Spanish subtitles. So, stay tuned and have fun. Ich werde zusammenbrechen und brauche einen Psychologen. Warum bin ich so nervig? Ich war vorhin auf der Waage und ich habe 1 Kilo abgenommen. So eine todesschlechte Laune, das ist unfassbar. I don't give a fuck. Ich habe sau schlechte Laune. Oh Gott, ich bin so traurig. Echt, ich gehe mir richtig selbst auf die Nerven. Ich hasse mein Leben. You think I'm lying to you? Yep, I've been lying to you. Es ist Zeit für eine neue Diät. Ja, ja, meine lieben Liebenden. Okay, wenn ich eins hasse, dann sind es Diäten. Ich kann es nicht. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, warum ich das überhaupt schon wieder aufnehme, weil ich werde eh wieder dran scheitern. Ich werde eh wieder aufgeben. Normalerweise sollte ich sowas gar nicht filmen, weil ich mich jedes Mal bis auf die Knochen blamiere. Also das Ding ist, wenn Corona jetzt nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht, dann bin ich in 4 Wochen in und muss da dann höchstwahrscheinlich im Bikini rumtanzen. Oder im Badeanzug oder wie auch immer. Aber noch nicht mit der Figur. So, natürlich habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. So, welche Diät mache ich jetzt? Um möglichst schnell Gewicht zu verlieren, was übrigens nicht gut ist. Aber wann mache ich schon mal was gut für mich ist? Nie. Die Diät, die ich jetzt mache für die nächsten 2 Wochen, ist Hardcore. Das ist auch nicht gesund. Das kann gar nicht gesund sein, nicht im geringsten. Ich habe es auch ein bisschen abgewandelt, um ganz ehrlich zu sein. Okay, also Tag 1, schwarzer Kaffee oder Tee. Beides natürlich ohne Zucker. Trink keinen Kaffee. Ich hasse Kaffee. Also bleibt mir nur der Tee. Von Tee muss ich aber so viel pullern. Also trinke ich Wasser. Weiter geht's. Zum Mittag mache ich mir 2 gekochte Eier mit etwas Spinat ohne Salz. Und für den Abend ein großes gegrilltes Steak. Oder 3 kleinere Hamburger Frikadellen mit Sellerie oder Salat nach Belieben. So, was ich gemacht habe, ich habe jetzt dieses Steak in so eine veganes Hack, also so plant-based Hack ersetzt. Schmeckt echt gut, wirklich gut. Und daraus mache ich mir kleine Frikadellen dann. Ich denke, dass es für mich okay ist, weil ich morgens sowieso, ich frühstücke nie. Ich weiß, es ist scheiße, man sollte frühstücken, aber ich kann einfach nicht. So, ich nehme euch jetzt die nächsten Tage mit. Ich werde nicht immer so frisch aussehen wie heute. ich werde mich nicht jeden Tag schminken, ist mir egal. Da müsst ihr ja meine Fresse auch ungeschminkt ertragen. So ist es nun mal auf meinem Kanal. I don't give a fuck. Ach so, was ich noch dazu sagen muss, ich stelle mich die erste Woche nicht auf die Waage, weil ich werde definitiv einen Mental Breakdown kriegen. Ich werde zusammenbrechen und brauche einen Psychologen. Und meine Psychologin ist im Urlaub, den Monat. Und wenn das geklappt hat und ich das Gefühl habe, ja, ich habe abgenommen, dann stelle ich mich auf die Waage und dann hänge ich die 2. Woche hinten dran. Dann schätzen wir ungefähr, wie viel ich in der ersten Woche abgenommen habe. Ich werde mich nicht auf die Waage stellen, mache ich nicht. Mir scheißegal. Okay, dann, also es ist jetzt 11.06 Uhr. Das ist für mich noch keine Mittagszeit, ich habe auch noch keinen Hunger. Ich melde mich dann, sobald ich Hunger habe, für mein Mittagessen. Es ist 2:15. Ich habe Hunger jetzt. Ich habe jetzt richtig Hunger. Ich freue mich jetzt auf meine 2 Eier und mein Spinat ungesalzen. Ja, ich koche das jetzt und melde mich gleich nochmal, wenn es fertig ist. Ich könnte jetzt schon heulen. Ich meine, warum sagt mir denn keiner, dass Spinat so hart zusammengeht? Es ist nichts mehr übrig. Ich habe nicht mal Ahnung, wie Spinat schmeckt ohne Salz. Okay, es schmeckt einfach nach nichts. Oh Gott, bin ich froh, dass ich das Ei dabei habe. Oh Gott, ich bin so traurig. Oh Gott, ich bin schon wieder traurig, weil es gleich schon wieder leer ist. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mein absolutes Höchstgewicht erreicht. Ich war noch nie so schwer, wie ich es jetzt bin.
So, guten Abend. Es ist 9 Uhr. Mein Film läuft, deswegen beeile ich mich jetzt, weil ich möchte ihn unbedingt sehen. Ich warte schon eine Woche auf den Film. Ich habe mir mein Abendessen zubereitet. Ich habe Salat. Ich habe bis ein kleines bisschen Paprika reingeschnitten, ein kleines bisschen Mais und eine Mini-Baby-Gurke habe ich mit dazu reingeschnitten. Da freue ich mich jetzt richtig drauf und hoffe, dass ich keine Hungerattacken mehr kriege den Abend. Bis morgen. Guten Morgen. Ich komme gerade aus der Dusche, deshalb sind meine Haare auch noch nass. Ich habe bis jetzt keinen Hunger, aber ich habe morgens sowieso meistens nie Hunger. Gucken wir mal, was heute auf dem Plan steht. Tag 2. Morgens Kaffee oder Tee, wieder ohne Zucker, etwas Milch ist erlaubt. Zum Mittag könnte ich essen ein Steak, Salat, Tomaten und Früchten nach Belieben. So, da ich kein Steak essen möchte, nehme ich einfach diese Patties von gestern Abend, mache die wieder in meinem Salat, also praktisch das, was ich zum Abendessen hatte, mache ich mir zum Mittag. Abends steht jetzt hier, gekochter Schinken nach Belieben. Beim allerbesten Willen setze ich mich nicht hin und esse einfach puren gekochten Schinken. Einfach so, ohne nichts. Ew. Ich habe mir dann überlegt, dass ich mir das ein bisschen umwandle. Ich habe mir so einen veganen Joghurt geholt und habe gefrorene Früchte. Und ich mache einfach dann, heute Abend esse ich einfach Joghurt mit Früchten, anstatt dem gekochten Schinken nach Belieben, weil, nee, danke. Hi. Also, es ist jetzt um 3. 14.58 Uhr. Ich habe bis jetzt noch nichts gegessen und deshalb freue ich mich so arg auf mein Mittagessen jetzt. Ich habe mir wieder einen Salat gemacht, diese Buletten rein. Ich habe 4 kleine Cherry-Tomaten drin, ein bisschen Paprika, Mais und eine Babygurke. Und als Nachtisch habe ich mir jetzt eine Nektarine und eine Banane zurechtgelegt. Noch ein ganz kurzes Update. Also an sich geht es mir gut. Zweiter Tag. Alles ist in Ordnung. Ich habe zwar zwischendurch ein bisschen Hunger, aber es ist ja nicht so, dass ich gar nichts zu essen kriege wie bei meiner letzten Diät. Deshalb ist es immer was, worauf ich mich freue am Tag, aufs Essen. Und deshalb setze ich mich jetzt auf meine Couch und werde das ganz in Ruhe genießen. Hallo, guten Abend. Es ist der zweite Tag, abends um 20.15 Uhr. Mein Film fängt jetzt an, deswegen müsste ich mich ein bisschen beeilen. Ich habe mein Abendessen gemacht. Das ist einfach nur Joghurt, 200 Gramm Joghurt und eine halbe Banane. Und das gönne ich mir jetzt zum Abendessen. Hallo und willkommen zu Tag 3. Lasst uns mal auf den Plan für heute gucken. Morgens ungesüßter Kaffee oder Tee, eine kleine Scheibe Vollkornbrot. So, da ich ja weder Kaffee noch Tee trinke, wie gesagt, habe ich heute Morgen gegen 10:30 ungefähr eine Scheibe Brot gegessen, eine halbe Scheibe Vollkornbrot. Zum Mittagessen haben wir 2 gekochte Eier, Salat und Tomaten nach Belieben. Und abends gibt es Schinken und Salat nach Belieben. Das heißt, sprich, abends mache ich dann eben die Buletten und Salat, weil Schinken mag ich nicht so gern. Ja, also noch geht's mir gut. Ich weiß nicht, wie es jetzt die nächsten Tage wird, aber wir sind jetzt bei Tag 3 und noch geht's. Hello again! Es ist 2:30 und ich habe jetzt meinen Salat zubereitet. Wieder ganz normal Salat, wie ich ihn die letzten 2 Tage auch gegessen habe, mit Mais, Paprika und Tomaten. Ich denke, ich mache es falsch, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, dass man einfach nur puren Salat essen soll, mit nichts. Salatblätter und Tomaten. Aber das tue ich mir nicht an. Naja, wir werden es am Ende der Woche sehen, ob ich irgendwas abgespeckt habe oder nicht. Moin! Es ist der 4. Tag. Kaffee oder Tee ohne Zucker, etwas Brot. Sprich, ich nehme mir jetzt gleich auf dem Weg so eine halbe Scheibe von dem Vollkornbrot, sprich die andere halbe Scheibe, die ich vor 2 Tagen hatte, und isst die unterwegs. Ein hart gekochtes Ei, roh oder gekochte Karotten. Oh, ich habe noch gar keine Karotten hier. Okay, muss ich holen. Ein Stück Käse. Käse habe ich auch keinen da. Früchte nach Belieben und ein Naturjoghurt. Früchte und Joghurt habe ich hier. Hallo Freunde, heute steht auf meinem Diätplan Karotten, ein Stück Käse und ein Ei. Also, ich muss jetzt ein bisschen was dazu sagen. Ich habe die angebraten, weil ich weder rohe noch gekochte Karotten mag. Das ist mein Stück Käse. Das ist, ich nutze den da. Der schmeckt mir so gut und ich kriege keine Bauchschmerzen davon. Und ein Ei. Ich hoffe, es macht mich satt. Ich glaube irgendwie noch nicht so wirklich daran. Ich gebe euch später ein Feedback zum Abendessen, wie das hier dann war. Ach so, übrigens habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich auch nur ansatzweise irgendwas abgenommen habe. Mir geht es aber sonst gut. Ich glaube einfach nur, ich cheate zu viel.
Hallo. Ich hatte einen kleinen Mental Breakdown. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Hunger habe. Vielleicht sind es auch meine Hormone. Wer weiß. Das Mittagessen war mega, also keine Ahnung, aber die Karotten mit dem Ei und dieser Käse, den ich da habe. Da war endlich mal was Salziges dabei. Der hatte mal ein bisschen Geschmack, der war gewürzt. Oh mein Gott, das war so schön. Da draußen hat einer gegrillt. Leute, das ist mir alles in die Wohnung gezogen, der ganze Duft. Ich wäre fast vom Hocker gefallen. Warum bin ich so dick, dass ich immer abnehmen muss? Warum tue ich mir das immer an? Ich nehme alles zurück, was ich gestern und vorgestern gesagt habe. Ich weiß nicht, warum ich so eine schlechte Laune habe. Ob es wirklich am Essen liegt? Keine Ahnung. Ich habe so eine todesschlechte Laune. Das ist unfassbar. Immer noch Hunger. Ich will einfach nur essen. Und weißt du, was es zum Abendessen gibt? Joghurt. Joghurt und Früchte. Ich will irgendwas Fettiges. Ich will ein Weißbrot mit Aioli. I don't know why it's so good and I'm so hungry about it. Oh. Ich heule die ganze Zeit rum, dass mir meine Klamotten nicht passen, dass ich zu dick bin. Und wenn ich dann eine Diät mache, heule ich auch rum. Echt, ich gehe mir richtig selbst auf die Nerven. Hello again. Es ist Tag 5. Gucken wir mal, was heute so auf meinem Speiseplan steht. Ich muss sagen, ich habe gestern echt noch gelitten. Geriebene Karotte hätte ich zum Frühstück haben können. Nee, danke, dann ess lieber nichts. Zum Mittag pochierter. Was? So, da ich keine Ahnung habe, was pochierter Fisch in Brühe ist, habe ich mir einfach eine Dose Thunfisch gekauft. Ein normal großes Steak. Was wollen die immer mit ihrem Steak, Digga? Ich hasse Steak. Ich will kein Steak essen. Grüner Salat nach Belieben. Naja, dann mache ich heute Abend einfach noch Salat und mache mir einen Thunfisch dazu. Hallo, da bin ich wieder. Ich bin saumüde. Es ist kurz vor 1 jetzt. Ich bin richtig hart müde und deswegen dachte ich, ich mache jetzt schon mein Mittagessen und lege mich danach hin. Eigentlich soll es ja Fisch in der Brühe geben. Ich habe mir jetzt halt eine Dose Thunfisch aufgemacht, wie so eine Katze. Ey, oh. Heute ist der 5. Tag. Ich meine, ich habe nur noch 2 Tage. Ich muss das jetzt echt durchziehen, ne? Guten Abend. Es ist 22 Uhr und ich hatte keinen Hunger. Ich habe ja die Dose Thunfisch gegessen heute Mittag. Einfach nur eine Dose Thunfisch. Und das hat mich gesättigt bis jetzt. Ich habe jetzt auch nicht so einen riesengroßen Hunger. Deswegen habe ich mir auch nur so einen kleinen Salat gemacht. Habe noch ein bisschen Thunfisch rein. Wie die ganze Woche auch. Mais, Paprika, Gurken und 4 kleine Cherrytomaten. Ich esse das jetzt und ich melde mich morgen bei euch. Es ist Tag 6. Ich habe heute morgens das erste Mal das Gefühl, dass ich tatsächlich, glaube ich, ein kleines bisschen abgenommen habe. Auch wenn ich, glaube ich, durchgehend gecheatet habe. Heute an Tag 6 steht zum Morgen ungesüßter Kaffee oder Tee etwas Brot. Etwas Brot. Da steht jetzt nicht eine halbe Scheibe Brot, da steht nicht eine Scheibe Brot, da steht etwas Brot. Ich habe jetzt halt eine Scheibe Brot genommen, ich habe mir die aber belegt. Wenn ich was nicht leiden kann, ist, wenn Dinge kaputt gehen, weil ich sie nicht esse. Ich habe ja den Käse noch gehabt. Deshalb habe ich einfach den Käse. Ich habe ein kleines bisschen Salzbutter auf meinem Brot. Normalerweise würde ich jetzt noch schön Pfeffer und Salz drüber machen. Ich meine, Pfeffer kann ich ein bisschen drüber machen, denke ich. Aber der Käse ist an sich auch schon ein bisschen salzig. Also von daher geht's. Heute Mittag steht gegrilltes Hähnchen nach Belieben. Bin ich so der gegrillte Hähnchentyp. Zum Abendessen 2 gekochte Eier, roh oder gekochte Karotten. Und dann war es es dann auch schon wieder für heute. Hallo! Es ist schon 10 vor 5. Zum Mittagessen stand ja gegrilltes Hähnchen nach Belieben. Ich habe das jetzt in diesen Like Meat, Like Grilled Chicken aus Soja. Ist also rein pflanzlich. Soll aber genauso schmecken. Ich habe es noch nie gegessen. Ich habe mir ein bisschen Mais und Paprika mit dazu angebraten. Ich probiere das jetzt. Hä? Das schmeckt wie Dönerfleisch. Das schmeckt richtig gut. Für mich eine gute Alternative. Ich finde es geil. Und ich freue mich jetzt richtig doll drauf. Ich habe Hunger. Servus an Tag 7. Letzter Tag der ersten Woche. Ich habe mich gestern Abend nicht mehr gemeldet, weil ich keinen Hunger mehr hatte. Und ich habe dann irgendwann, so um 11:30 habe ich dann so ein Hungerkügelchen bekommen und habe dann eine Banane gegessen. Das war's. Speiseplan Tag 7 ist, ne? Ja. Kaffeetee oder Kräutertee mit Zitrone. Alles ohne Zucker. Oh, great. Also ich habe heute gar nichts zu essen zum Frühstück. Auch gut. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die sagen, weil zum Mittagessen gibt es nämlich ein gutes Steak. Früchte nach Belieben. Chocodinner. Essen, was man will. Allerdings in vernünftigen Mengen und ohne Alkohol. So, ich werde heute Abend kein Chocodinner machen. Vielleicht ziehe ich einfach Tag 6 nochmal durch. Das hat einen speziellen Grund. Ich möchte die Diät eine zweite Woche dranhängen, weil ich glaube, es hat was gebracht. Aber erst ab dem Samstag. Weil morgen hat meine Schwester Geburtstag. Also ich schätze oder gehe mal stark davon aus, dass ich
ich morgen dann bei meiner Schwester auf dem Geburtstag einfach krachen lasse und Sonntag dann wieder mit der Diät ganz normal weitermache. Sprich, ich mache mir jetzt ein Brot, werde es zum Frühstück essen und zum Mittag mache ich mir dann nochmal dieses gegrillte Hühnchen, was ich auch gestern hatte, was übrigens sehr lecker war. Und heute Abend werden wir dann sehen. Am Sonntag stelle ich mich auf die Waage und gucke, was ich wiege, mein Ausgangsgewicht, und ziehe es dann nochmal eine Woche durch. Vielleicht ein kleines bisschen strikter als das, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe ja immer so ein bisschen geschieden zwischendurch. Und dann gucken wir, was nach 2 Wochen Turnon-Diät so dabei rumkommt. Hello, my friends. Heute ist ja a cheat day. Es ist mittlerweile schon um 2:10. Ich habe noch nichts gegessen, weil ich heute Morgen etwas im Stress war und bin dann hierher gefahren. Ich musste ungefähr 3 Stunden jetzt fahren. Bin jetzt bei meiner Schwester angekommen. Ich gehe jetzt rein. Sie hat mich darum gebeten, an ihrem Geburtstag nicht zu filmen, was ich auch komplett verstehen kann. Und ich melde mich später, wenn ich los war wieder. Bis dann. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 8. Welcher automatisch auch Tag 1 der Diät wieder ist. Ich hatte ja gestern Cheat Day. Ich habe mich nicht mehr gemeldet, weil ich so fertig war, Leute. Gestern dachte ich, ich werde richtig reinhauen wegen Cheat Day und so. Also was ich mir gestern alles gegönnt habe, ist die Buletten bei meiner Schwester auf dem Geburtstag, ein bisschen Gurkensalat, Peperoni und ich habe Cola getrunken, 2 Gläser Cola. Meine Schwester hat mir nochmal so 2 Buletten eingepackt mit Gurkensalat und Peperonis. Das habe ich gestern Abend noch gegessen. Und dann bin ich auch ins Bett. Also ich war fertig gestern. Ich steige jetzt gleich auf die Waage. Und dann beginne ich mal diese Woche und sehe, ob das tatsächlich was gebracht hat. Also ich bin so ein ganz kleines bisschen, glaube ich tatsächlich, dass es was gebracht hat. Ich sehe das. Ich bin motiviert. So, hi, again. Ich habe mir mein Mittagessen gemacht. Spinat mit Ei. Oh mein Gott, okay, ich esse das kleine Monster jetzt. Also, da bin ich nochmal zurück. 1/2 Stunde später. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann es nicht leer essen. Ich weiß nicht, ob das der Trick dieser Diät ist, dass man ständig dann irgendwie keinen Bock mehr hat zu essen, weil es halt einfach eklig ist. Ich habe das Ei so drumherum weggegessen. Das ist das Einzige, was noch nach irgendwas schmeckt. Hi. Guten Tag an Tag 9. Der Salat tat mir ganz gut heute Nachmittag. Als Abendessen steht da jetzt, glaube ich, Schinken. Ich habe den Schinken jetzt eingetauscht in mein kalorienarmes Eis, was besteht aus ausschließlich Banane, einen Löffel Kakaopulver, also den ungesüßten. Gestern Abend habe ich ein Workout gemacht, das hieß Lazy Girl Workout. Erstmal, um wieder reinzukommen. Ich habe ja jetzt 6 Wochen keinen Sport gemacht wegen der Nasen-OP und heute werde ich ein bisschen steigern. Heute ist Tag 4. Am zweiten Tag hatte ich ein 10 Minuten Cardio Workout. Das ist von Pamela Reif. Ich liebe ihre Videos, die macht das echt toll. Und gestern habe ich dann einen 15 Minuten Daily Stretch gemacht. So, für heute steht auf dem Plan Brot. Here we go. Ich war vorhin auf der Waage und ich habe 1 Kilo abgenommen. Ich liege jetzt bei 63,3 und das Geile ist, ich sehe es auch. Ich sehe das direkt und das motiviert mich, einfach weiterzumachen. Scheint irgendwie was zu bringen. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann den Salat nicht mehr sehen, ich kann keinen Spinat mehr sehen, ich kann keine Eier mehr sehen. Ich habe auch keine Eier mehr, fällt mir gerade ein. Hello. Ich habe sau schlechte Laune. Ich stecke mitten in der PMS und bin hungrig. Ich könnte heulen und ich weiß nicht mal warum. Ich habe gestern Abend übrigens nur noch eine Banane und ein paar Trauben gegessen und habe das eine Workout gemacht. Das war so ein 15 Minuten Dance Workout. Das war echt gut. Es tat mir sau gut. Es hat sau viel Spaß gemacht. Heute ist dieser hässliche Fischtag. Ich kann es nicht mehr sehen. Egal wie hungrig ich bin. Zum Frühstück gibt es eine geriebene Karotte. Fick dich, Alter. Eine geriebene Karotte. Ich kann ich schon wieder Salat essen? Kann ich schon wieder? Ich will keinen Salat mehr essen. Bitte. Ich hasse mein Leben. Wieso bin ich so dick? Ich esse doch schon gar nichts mehr. Warum bin ich so nervig? Oh, guck, jetzt kann ich schon wieder weinen. Ich weiß gar nicht, warum. Hallo. Ich sehe es aus, weil ich gerade ein Workout gemacht habe. Dieses 20 Minuten Full-Body-Workout. Gestern Abend habe ich noch ein Workout gemacht. 20 Minuten Full-Body-Beginner-Workout. Morgen ist dann der letzte Tag, wo ich eigentlich auch einen Cheat-Day hätte. Ich ziehe das allerdings noch bis Sonntag durch. Und Montag habe ich Cheat Day und Dienstag starte ich schon die neue Diät. Und zwar werde ich am Dienstag dann mit den Offset-Shakes starten für
4 Wochen. Und ich ziehe jetzt alle Register, dass ich halt irgendwie nur annähernd annehmlich aussehe, dass man keinen Kotzreiz kriegt. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass ich nämlich dann nächstes Jahr vorm Fernseher sitze, mir die Sendung angucke und dann Heulkrampf kriege, weil ich aussehe wie eine Tonne. Das geht schon mal gar nicht. Ich werde morgen nochmal auf die Waage steigen. Ich habe heute, war ich nochmal auf der Waage, ich glaube es waren 62,9. Sind es schon fast 2 Kilo, ne, die ich dann abgenommen habe? Guten Morgen. Es pisst. Ich bin pitschnass, die Hunde sind pitschnass, aber hey. Ich habe gestern Abend noch ein Workout gemacht, dieses hier. Da es nur so 10 Minuten ging, habe ich danach nochmal dieses Stretch-Workout gemacht, dieses Daily Stretch. Ich glaube 15 Minuten ging das. Fazit, Leute, ich habe ungefähr, also ich liege jetzt bei 53. Ich habe bei 54, noch was, war glaube ich 54,6 oder so habe ich angefangen. Also ich habe 1,5 Kilo abgenommen in der einen Woche. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Diät irgendwie alles andere als gesund ist. Man darf da ja kein Salz und sowas. Dein Körper braucht aber mindestens, was heißt mindestens? Dein Körper braucht ungefähr um die 4 Gramm Salz am Tag. Sonst kriegst du nämlich Wassereinlagerungen. Mein Körper hat sich schon ein bisschen verändert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich gehe davon aus, dass in den ganzen 2 Wochen ich bestimmt so ungefähr 2, 2,5, vielleicht auch 3 Kilo abgenommen habe. Ich würde sie allerdings nicht nochmal machen. Es war zwar okay, aber ganz ehrlich, mir hing nach einer Woche der Salat schon aus den Ohren raus. Das Spinat und die Eier sowieso. Das war es jedenfalls mit dieser Diät. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sie euch nicht weiterempfehlen. Ich glaube nicht, dass es sonderlich gesund ist. Mir war auch des Öfteren schwarz vor Augen. Ich bin halt ein Mensch, ich bin noch nie zusammengeklappt. Aber ich denke mal, wenn Leute dazu neigen, irgendwie zusammenzuklappen, dann sollte man das eventuell nicht tun. Das ist hier keine Anweisung für eine Diät oder so. Ich teste hier einfach nur total bescheuerte Dinge. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß daran, mir beim Leiden zuzusehen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns natürlich in meinem nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin, ciao. Yeah.